Hallöchen. Nicht wundern, deine Mutter hört einen Quatsch im Fernsehen. Ich setze mich heute hier hin. Hier ist hier jetzt ab sofort wird es hier am kühlsten sein. Da werden so 35 Grad. Kuschelig. Werde ich jetzt mein Weihnachtsbuch, oder das Weihnachtsbuch, nicht mein Weihnachtsbuch, weiterlesen. Ich habe da gestern nicht viel, ich hatte gestern Abend hier noch dieses Webinar gehabt zum Buchmarketing, was sehr, sehr gut war. Und das ging bis 9:30 mit allen Fragen und weiß ich nicht was. Und ich hatte dann so Migräne gehabt und Kreislaufprobleme und überhaupt. Ich habe nur noch zum Schluss da gesessen und dachte, ist es endlich zu Ende? Ist es endlich zu Ende? Ich wollte halt auch nicht früher rausgehen, weil ich das wichtig fand, die ganzen Fragen noch mitzunehmen, die gestellt wurden, obwohl einige schwachsinnig werden, aber das gibt es überall. Ja, und deswegen habe ich dann halt nur Kopfschmerztablette, Kreislauftropfen genommen, habe dann mich hier hingesetzt, konnte zum Glück noch ein bisschen in Bauherr sucht Frau lesen. Bin auch ein gutes Stück vorangekommen, mal gucken, wann ich das endlich beende. Also nächste Woche definitiv. Ich möchte heute, aller spätestens morgen, das Weihnachtsbuch beenden. Dann würde ich halt morgen, wenn es wirklich heute nicht mehr klappt, ich habe nicht viel gelesen, ich habe noch knapp 50 Seiten, was eigentlich auch nicht viel ist. Also es wäre machbar, das heute zu beenden. Schauen wir mal. Wenn nicht, dann eben morgen. Wird aber mein Laptop noch an sein, weil ich ja eben Korrekturen und sowas, also viele Kinder einmerker. Ja, und dann geht's mit dem Buch weiter. Ich habe auch gestern, habe ich erzählt, dass ich mein E-Book ausgelesen habe, auf der Fahrt hin. Ich weiß gar nicht, weil ich mich letztes Mal gemeldet habe. Ich habe überhaupt gemeldet, dass wir da vom Essen zurück waren. Ich weiß es nicht mehr. Wir waren ja, doch, ich habe erzählt, dass ich mit dem Salat und so, ja, doch, das habe ich erzählt. Jetzt habe ich mein E-Book ausgelesen. Zu Hause noch. Ich weiß auch schon, was ich als nächstes lesen werde. Mal gucken, wie das ist. Schauen wir mal. Also als E-Book. Genau. Dann das hier und dann das letzte Printbuch, was ich für eine Sommerleseliste habe. Genau. Ja. Und dann kommt zwischendurch noch Flüsterwald angetappelt. Ich hätte erst einen Schreck bekommen, weil ich habe es nicht vorbestellt, weil ich bei Amazon das nicht gesehen habe. Aber ich hatte es ja bei Thalia vorbestellt, weil es ja bei Amazon steht auch jetzt noch so drin, es kommt erst Mitte August. Ich denke, es kommt Ende Juli raus, warum kriege ich es erst Mitte August? Also so ein Blödsinn. Und deswegen habe ich ja bei Thalia bestellt. Genau, so sieht's aus. Und ich habe einen neuen Mitbewohner. Eigentlich wollte ich nicht in meinen, also ich hätte es wieder zurückgepackt, aber Daniel hat es mir aus der Hand gerissen und in Wagen, also Einkaufsköpfchen, Einkaufswagen gepackt. Das hat man als Fernseher, ne? Mit Puzzeln. Auf dem Ärmchen. Ich frage mich gerade, das haben nicht alle Puschel auf dem Ärmchen. Weil die Puschel haben die ja nur im Winter auf dem Ärmchen. Im Sommer haben die ja keine Puschelchen auf den Öhrchen. Ja. Ist ja nicht süß. Mir in der Kasse auch, oh, sehr putzig. Ja, sehr putzig. Fehlt noch ein Name, genauso wie ich habe euch auch gar nicht, habe ich euch voll verschwiegen. Ich habe es beim Schneiden von den Logs gemerkt, dass ich, erstens habe ich ein Buch verschwiegen, was ich euch gar nicht gezeigt habe. Ich habe nur erwähnt, dass ich jetzt so viele Bücher, ich habe es euch nicht gezeigt. Das habt ihr inzwischen bei Nutzungen gesehen. Und ich habe mich auch voll verschwiegen, dass ich da auch jemanden gekauft habe. Ich brauche einen Namen für einen Drachen. Dann habe ich hier eine Drachenhöhle gekauft in der Kasse. Ich dachte mir so, wir sind in der Stadt voller Drachen und wir gehen gerade in eine Drachenhöhle, das passt. Deswegen habe ich den kleinen Kerl mitgenommen, aber hat auch noch keinen Namen. Also, ich brauche einen Namen für einen Drachen und für ein weiteres Eichhörnchen. Richtig. Immer gerne mit euren Vorschlägen her. Uni. Oh, die wollte morgen auch schon schmusig, ne? Komm, sitzt sie auf der Couch, springt sie auf die Couch, bemerkt. Normalerweise sitzt sie hier immer hoch. Diesmal hat sie die Förderpfoten oben draufgepackt und ist dann hochgesprungen. Jetzt so hoch. Uni, ich bin hier. Uni, komm. Kommt jetzt wirklich? Nee. War noch auf dem Flur. Völlig irritiert so, hä? Ah, ja.
Weil sie so wieder so kuschelig ist, so schön. Dann hat Daniel sie ein bisschen gestreichelt, hat sich. Nee, das war ihr nichts. Ist sie hinter mich gegangen, hat sich hinter mir versteckt, so völlig an mich herangeschmiegt, so. Beschützt mich. Auch sehr putzig. So, ich möchte heute trotzdem ein bisschen Schreibgedönsi machen, weil ich gestern außer das Buchmarketing-Dings da, es ist ja auch viel, also das waren ja 2,5 Stunden. Und wahnsinnig informativ und überhaupt. Mehr zum Schreibtagebuch. Da werde ich nachher nochmal was abdrehen, glaube ich. Jetzt vergesse ich das alles wieder. Also Schreibtagebuch auf meinem anderen Kanal. Ich weiß gar nicht. Ah, ich sehe da, ich habe da ganz vergessen, dass ich diese Playlist auch auf dem Kanal weiterführen wollte. Werde ich denn noch alles reinstecken? Falls ihr euch wundern solltet, warum das da nicht weitergeht, in der Playlist. Da seht ihr ja hier auf dem Kanal auch alle. Also solltet ihr alle sehen. Ich habe es nur vergessen reinzusetzen. Das werde ich noch tun. Genau. Und da werde ich dann auch noch mal ein bisschen ausführlicher über den Workshop gestern und was daraus entstanden ist, berichten. Das klingelt. Ich musste jetzt hier gerade auf meinem Tablet rum und habe gerade eine neue Funktion für meinen Stift entdeckt. Der hat ja einen Knopf. Und wenn ich den drücke, ist es wie ein Radiergummi. Also wenn ich da rüber düdel. Ich muss also nicht immer oben das Radiergummi-Symbol einklicken, sondern einfach nur diesen Knopf drücken und dann. Das ist genial. Auch nicht schlecht. Mann, Mann. Wieder was gelernt. Was gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich vorher erzählt habe, was ich gemacht habe. Erzähle ich auf jeden Fall im Schreibtagebuch. Und habe jetzt ein Melonenbecherchen geholt. Und jetzt weiterlesen im Weihnachtsbuch. Ja, also wenn ich hier Platz finde, heißt das. Meine Güte, der macht sich überall immer so breit. So. Ich warte noch auf höhere Temperaturen, damit ich nachher eine Story machen kann. Ich brauche nämlich ein Foto von möglichst hohen Temperaturen heute. Ich habe da was geplant. Okay. Ja, und jetzt werde ich erstmal genüsslich mampfen. Oh, ich liebe Melone. Ich wollte eigentlich so eine ganze Melone mitnehmen. Ja, also Töpfchen. Und weiterlesen. Weihnachtsbuch. Sehr passend. Aber eingeschnallt war ja auch passend, ne? Abkühlung mental. Ich darf echt nicht mehr aufstehen, der macht sich jedes Mal breiter. Ich passe da nicht mehr hin. Ich muss andersrum hin. Kann ja wohl nicht wahr sein. Frisch geduscht. Gibt es jetzt erstmal den Nachmittagskaffee um 20 Uhr. Ich habe ihn vielleicht ein bisschen vergessen. Tanja hat mich daran erinnert und mir eingemacht. Ja. Ups. Ich lese auch mal das Weihnachtsbuch. Ich habe jetzt noch knapp 20 Seiten. Werde ich sicherlich nicht mehr heute schaffen. Das heißt, ich werde morgen den Rechner nochmal anmachen und das dann da machen. Ja, ein bisschen ärgerlich. Aber es ist halt nicht mein liebstes Jude Pieper Buch. Muss ich leider sagen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil es ein Weihnachtsbuch ist, ein Jude Pieper Buch und so weiter und so fort. Weil ich gerade auch alles gelesen hatte. Aber leider bis jetzt zumindest, es passiert nur irgendwas Spektakuläres, was ich nicht glaube. Ich bin auf das Nachwort gespannt, wegen diesem Fehler, der keiner ist. Aber ansonsten. Es regnet. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ich habe was Schönem gerechnet irgendwie. Jule Pieper wieder so zum Wegschmückern. So zum 2 Tage, 3 Tage durchlesen und das war's. Ist bei dem nicht so. Schade eigentlich. Gerade weil es auch ein Weihnachtsbuch ist, weil ich Weihnachtsbücher auch sehr gerne mag. Gut, im Sommer eigentlich nicht, aber ist ja egal. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es im Weihnachtsbuch anders wäre, meine Meinung dazu. Aber gut. Ist so, wie es ist, ne? Es ärgert mich, dass es mir nicht so gut gefällt, wie es gerne hätte. Das finde ich echt schade. Ja. Aber dann gibt es das nächste halt wieder und dann gefällt mir das vielleicht wieder besser. Man kann halt, ist halt so, dass eigentlich immer alles gefallen braucht, nicht wahr? Auch meine Bücher, wenn jetzt jemand sagt, oh, das Buch hat mir richtig gut gefallen, kann das nächste Buch wieder total anders sein. Okay, meine sind sowieso alle durcheinander und alle verschieden und so weiter und so fort, aber ja. Okay.
Okay, ich lese jetzt wieder ein Satz weiter. Und dann gucken wir mal. Wird wahrscheinlich heute nicht so viel passieren.